herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN Deutschland. Kaum etwas ist schlimmer für Eltern, als den Sohn oder die Tochter begraben zu müssen. Das Leben scheint stehen zu bleiben und nie wieder weitergehen zu können. Im Hintergrund solcher Schicksale stehen meist Krankheiten wie Krebs oder das Versagen wichtiger Organe. Besonders schwer zu verarbeiten ist es aber, wenn das Kind einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Heute erzählen Mütter, wie sie mit dem frühen Tod ihrer Kinder umgegangen sind. Unser Thema: Meine Tochter wurde erschossen. Zwei Geschichten werden wir Ihnen heute präsentieren. Beide kommen aus den USA. Wir beginnen mit einer jungen und schönen Frau namens Sherika Adams. Sherika war gerade erst knapp über 20, als ihr Leben auf eine Katastrophe zusteuerte. Ihre Mutter, Sandra Adams, erinnert sich, wie alles begann. Nämlich mit einer Liebesgeschichte. Es war im Sommer, ich glaube 1997. Meine Tochter rief mich an und erzählte mir, dass sie diesen tollen Mann kennengelernt hatte, Ray Cahuth. Er spielte damals für die Carolina Panthers. Sie war ziemlich vernarrt in ihn. Er hatte ein tolles Lächeln und war sehr aufgeschlossen. Ich hatte keinen Grund, ihn nicht zu mögen. Aber dann zeigte er sein anderes Gesicht. Er war ein richtiger Frauenheld. Als sie erfuhr, dass sie schwanger ist, war ihre Beziehung ziemlich turbulent. Er war fast wie Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Anfangs schien er sich noch zu freuen, aber dann sagte er ihr, dass er keine unehelichen Kinder haben will. Er hatte schon einen Sohn, kümmerte sich aber nicht um ihn. Sherika wollte schon immer Mutter werden. Eine Abtreibung kam für sie nicht in Frage. Am 16. November sollte wieder ihr erstes Date als offizielles Paar stattfinden. Sie dachte, dass es ihm jetzt ernst sei. Sie sagte sogar: Mama, ich denke, heute fragt er mich, ob ich seine Frau werden will. Notrufzentrale. Ich wurde angeschossen. Angeschossen? Wo sind Sie, Ma'am? Ich bin im 8. Monat schwanger. Was ist passiert? Ich fuhr dem Vater meines Babys hinterher. Ray Cahuth, der Footballspieler. Wo ist er? Er war im Wagen vor mir. Dann bremste er. Jemand näherte sich von der Seite und schoss auf mich. Wohin ist er dann gefahren? Einfach verschwunden. Ich glaube jedenfalls, er war's. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich angezogen habe oder gefahren bin. Ich weiß nur noch, wie ich im Krankenhaus angekommen bin. Als ich ankam und bemerkte, dass Ray nicht da war, dachte ich, er weiß es noch nicht. Ich rufe ihn an und sage ihm, dass Sherika angeschossen wurde. Sie holen das Baby jetzt per Kaiserschnitt. Du musst so schnell wie möglich herkommen. Dann wartete ich stundenlang. Als er schließlich kam, war da dieses andere Paar und eine andere Frau. Mir wurde ganz mulmig. My heart just sank. Not once. Er fragte kein einziges Mal, wie es ihr geht oder ob sein Sohn das Ganze überlebt hat. Ich erinnere mich noch an den langen Weg auf die Neugeborenenstation. Als ich Chancellor dann sah, er war zauberhaft. Da waren all diese Schläuche, aber er sah wunderschön aus. Die Ärzte waren ziemlich pessimistisch. Er hatte eine Zerebralparese. Das ganze Gehirn war betroffen. Aber dennoch wusste und glaubte ich die ganze Zeit, dass Gott die Hand über ihn hält. Wer schoss auf die 24-jährige Sherika, während sie am Dienstagmorgen gegen 12.30 Uhr auf der Railroad in Charlotte in südöstlicher Richtung fuhr? Die Polizei sagte, sie fuhr stadteinwärts, als viermal durch das Fahrerfenster geschossen wurde. Es ist unvorstellbar, dass jemand so etwas Heimtückisches tun kann. Zwei Menschen kämpfen um ihr Leben.
Ray Carruth, der Freund der Verletzten und Spieler der Panthers, lehnte eine Vernehmung der Polizei bislang ab. Wir hoffen und glauben, dass diejenigen, die unser Kind und Enkelkind fast getötet hätten, schnellstmöglich von der Justiz zur Verantwortung gezogen werden. Die Ärzte mussten sie ins Koma versetzen. 28 Tage lang hat sie gekämpft. Wir mussten eine Entscheidung treffen. Es war schwer. Aber ich hatte meinen Frieden damit. Ich wusste, Sherika würde durch Chancellor immer bei mir sein. Sie lebt in ihm weiter. Ihr Leben und Sterben waren nicht vergebens. Die Mordkommission erhielt am 15. Dezember 1999 den Hinweis, dass sich Mr. Carruth in einem Motel aufhält. Man fand ihn versteckt in einem Kofferraum eines Toyotas auf dem Parkplatz. Im Prozess ging es nicht um Sherika. Es ging um Ray und seinen ausschweifenden Lebensstil. Wir verstanden nicht annähernd, warum wir da waren. Jemand ist ums Leben gekommen. Sie freute sich so sehr auf ihren 25. Geburtstag. Sie hatte so viele Pläne für sich und ihr Kind. All das wurde durch dieses abscheuliche Verbrechen einfach ausgelöscht. Das Gute ist, dass Sherika Tagebuch über ihre Schwangerschaft führte. Sie schrieb alles genau auf. Sie erwähnte mehrfach, dass Ray in dieser abgelegenen Gegend parkte. Sie glaubte, jemand war in ihrer Wohnung. Das deckte sich mit der Aussage von Van Brett Watkins, wie er Geld von Ray dafür bekam, sie zu erschießen. Ich glaube, das war Sherika, die uns das aus dem Grab heraus mitteilen wollte. Der Angeklagte Ray Carruth ist schuldig, eine Schusswaffe in einem bewohnten Haus abgefeuert zu haben. Schuldig der Verwendung eines Gegenstandes mit der Absicht, ein ungeborenes Kind zu töten. Schuldig, einen Mord beauftragt zu haben. Nicht schuldig des Mordes. Ich glaube ganz fest, dass Vergebung eine Entscheidung und kein Gefühl ist. Manchmal musste ich diese Entscheidung jeden Tag tausende Male treffen. Ich bete, dass er seinen Fehler bekennt und bereut. Gott kann sein Leben nutzen, um viele andere Menschen zu bewegen. Selbst wenn er nicht bereut und mich nie um Vergebung bittet. Es geht nicht um ihn. Es geht um Chancellor. Ich glaube, er lacht schon, seit er geboren wurde. Er ist so wunderbar. Alle meine Mitmenschen, die an Gott zweifelten oder sich fragten, ob er ein gütiger Gott ist, erkennen ihn jetzt durch Chancellor. Hey, Mommy Angel. Hey, Angel. He's my miracle boy. Er ist mein Wunderjunge. Gott war immer bei uns. Er ließ Sherika weiterfahren, nachdem sie von 4 Kugeln getroffen wurde. Sie hupte, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie konnte Hilfe rufen. Sie hat es ins Krankenhaus geschafft und das Kind auf die Welt gebracht. Und sie lebte noch 28 Tage. Das waren Gott und seine Engel, die das möglich machten. Er verspricht uns, dass er uns nie verlässt und immer bei uns ist. Genau das hat er getan. Ich bin dankbar, so dankbar. Sherika wurde nicht begraben. Sie wurde gepflanzt und wächst immer weiter. Ray Carruth wurde inzwischen aus der Haft entlassen. Und Sondra Adams hat einen Brief von ihm erhalten, in dem er sie um Entschuldigung gebeten hat. Ihr Gebet hat sich also nach Jahrzehnten erfüllt. Wie denken Sie darüber, liebe Zuschauer? Ist damit Frieden eingekehrt? Ist es Ihrer Meinung nach überhaupt möglich, nach der Ermordung der eigenen Tochter zu einem normalen Leben zurückzufinden?
Schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns auf unserer Website und hinterlassen Sie einen Kommentar zur Sendung. Im US-Bundesstaat Connecticut liegt die Kleinstadt Newton. Dort lebt Jenny Hubbard mit ihrer Familie. Und Jenny hat zwei Kinder, einen Jungen namens Freddy und die kleine Catherine. Beide gehen noch in die dortige Grundschule, die Sandy Hook Schule. Unsere Geschichte beginnt im Dezember 2012, als ein Notruf bei der Polizei eingeht. Hier ist der Notruf. Wo befinden Sie sich? Sandy Hook Schule. Ich glaube, hier schießt jemand um sich. Ich betete. Beschütze sie. Bring sie nach Hause. Können Sie sonst etwas sehen oder hören? Ich höre immer noch Schüsse und es knallt. Ich sah Freddy und er sagte, ich kann Catherine nicht finden. Hol den Wachmeister. Hol jeden, den du kriegen kannst. Ich war dort und die Namen der Kinder wurden aufgerufen und ihre Eltern nahmen sie entgegen. Und ich sah an der Feuerwache die Eltern stehen, bei denen kein Kind hier rief. Freddy und ich saßen dort. Sein Kopf lag an meiner Schulter. Ich kann es bis heute spüren. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass Catherine tot war. Im trauernden Newtown finden heute die ersten Beerdigungen statt. Bei der Schießerei an der Schule starben 20 Kinder und 6 Erwachsene. Der 20-jährige Adam Lanza lief amok und tötete sich dann selbst. Was wäre, wenn er keinen Zugriff auf Waffen gehabt hätte? Andere sagen, das Problem sei unser Gesundheitssystem. Das hätte nie geschehen dürfen. Wie konnte das passieren? Es gibt das Böse und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich vermisse ihr Lachen und ihre stürmischen Umarmungen. Sie kroch morgens in unser Bett. Ich drehte mich zu ihr und sah ihr Gesicht. Manchmal denke ich morgens, oh, du bist noch hier. Sie liebte Tiere leidenschaftlich. Ob mit Fell oder schleimig. Sie liebte sie alle. Im Garten war sie immer von Schmetterlingen umgeben. Wenn einer auf ihr landete, flüsterte sie ihm zu, sag deinen Freunden, dass ich freundlich bin. Manche fragten, gibst du jetzt deinen Glauben an Gott auf? Denn was soll der Sinn in einer solchen Tat sein? Wie sollen wir weiterleben? Wie sollen wir weiterleben? Da war nur Trauer und Schmerz. Die Stille nach Catherines Tod war das Schlimmste. Ich wusste, ich musste etwas in der Kirche sagen. Ich kam 2 Stunden zu früh an und die Kirche war schon voller Menschen. Manche beteten zusammen, andere sangen Weihnachtslieder. Da verstand ich, dass Licht niemals von Dunkelheit verschluckt werden kann. Sich an den neuen Alltag zu gewöhnen, war hart. Wenn wir über Catherine sprachen, sagte plötzlich jemand, ich kann das nicht. Das war schrecklich, aber es verband uns miteinander. Und es ließ uns noch stärker auf Gott vertrauen. Es verging die Zeit bis zur Beerdigung und dann bis zu dem Tag, an dem Freddy wieder zur Schule ging. Ich musste nie darüber nachdenken, wie ich mit allem umgehen soll. Oft, wenn ich traurig bin und Catherine vermisse, scheint die Sonne durch das Fenster und wärmt mich. Das ist Gott, der nach mir sieht und sagt, ich bin hier. Er kennt meinen Kummer und es ist okay, denn Gott ist größer. In der Anzeige baten wir statt Blumen um Spenden an das Tierheim. In 2-3 Wochen gingen dort über $100,000 Spenden in Catherines Namen ein. Das Tierheim beschloss, davon einen Gnadenhof einzurichten. In der Idee erkannte ich Catherine wieder. Ich wusste, dass dies der richtige Weg war.
In jeder Entscheidung, die wir treffen, ist sie die Seele des Ganzen. In vielen Momenten scheint sie da zu sein. Dann ist es, als würde der Himmel die Erde berühren und ich bin Catherine nah. Das ist so ein Geschenk. Ich glaube, dass Gott damit sagt, das ist, was du tun sollst. Er hat mir und vielen anderen Menschen die Verantwortung dafür anvertraut. Und das im Namen meiner kleinen Tochter. Was für eine Ehre. Ich verstehe inzwischen, dass sie nie mir gehörte. Sie gehört Gott und er hat sie nach Hause geholt. Wir sind noch hier, weil wir eine Aufgabe haben. Er hat mit uns und mit Freddy etwas vor. Freddy ist noch auf dem Weg, Catherine nicht mehr. Darüber kann ich nicht wütend sein. Möchte ich mehr Zeit mit ihr? Ja, ich würde für einen Tag mit ihr alles geben, aber ich will ihr nicht den Himmel nehmen. Wir sind hier und wissen, dass wir sie eines Tages wiedersehen werden. Was bleibt, wenn man keinen Glauben hat? Man verliert jeden Mut und alle Hoffnung. Man gibt auf und sagt, wozu das alles? Es kann jeden treffen. Niemand weiß, was im nächsten Moment geschehen wird. Wir müssen lernen, darüber Frieden zu finden. Ich bin überzeugt, dass Gebet dabei der beste Weg ist. Vor Catherines Tod hielt ich meinen Glauben für tief. Das stimmt nicht ansatzweise. Damals betete ich, wenn alles zu Hause erledigt war, Ruhe herrschte und ich Zeit für Gott hatte. So nach dem Motto, hier bin ich, schön angezogen, mit perfektem Haushalt, sicher bist du zufrieden mit mir. Jetzt sind wir ständig im Gespräch. Ich bete, lass mich dich erkennen, lass mich dich hören. Gott, lass mich beherzt das tun, was heute zu tun ist. Unser Kreuz ist schwer. Aber wie wollen wir damit umgehen? Bleiben wir zusammengebrochen liegen oder stehen wir wie Jesus wieder auf? Der Weg ist und bleibt ein schwerer. Aber das, was diese 6-7-jährigen Kinder der Welt hinterlassen haben, lässt uns erkennen, dass wir weitermachen müssen. Wenn mir manchmal alles zu viel wird, denke ich an sie. Wie entschlossen sie sich bemühte, ihren Namen fehlerfrei zu schreiben. Mögen wir mit der gleichen Haltung leben und bewahren, was sie uns hinterlassen hat. Was für ein schöner Weg, das verstorbene Kind im Gedächtnis zu halten. Jenny Hubbard macht auf mich den Eindruck, als habe sie den Tod ihrer Tochter wirklich verarbeitet. Sie scheint Frieden gefunden zu haben. Für jemanden, der erst kürzlich einen lieben Menschen verloren hat, sieht das wie eine unerreichbare Aufgabe aus. Andreas hat sich dazu Gedanken gemacht. Wenn ein Kind ums Leben kommt, verlieren Eltern, Geschwister und Freunde einen Teil ihres Lebens. Da, wo vorher Liebe, Träume und Hoffnungen für die eigene Tochter, den eigenen Sohn in unseren Gefühlen und Gedanken lebten, wird es urplötzlich ganz still und leer. Es geht nicht weiter. Und ab jetzt ist alles, was wir von dieser Person haben, nur noch eine Rückschau. Und wir wollen natürlich möglichst viel davon festhalten, denn nichts soll in Vergessenheit geraten. Demgegenüber steht ja das Gefühl von Lähmung und Stillstand. Wir sind so benommen von dem Verlust, dass es uns schwerfällt, uns zu orientieren, uns aufzuraffen und das Leben einfach nur anzupacken. Und wir müssen realisieren, dass wir gar nicht alles festhalten können. Denn die Zeit schreitet unaufhaltsam voran und all die Bilder der Erinnerung, die schwimmen uns förmlich davon, flussabwärts,
auf dem Strom der Zeit. Es ist wie ein Wechselspiel zwischen Hilflosigkeit und Wut. Wut erstmal auf den Verursacher des Verlustes. Es scheint ja immer so sinnlos, wenn ein Kind stirbt und erst recht, wenn Gewalt und Unmenschlichkeit dazu geführt haben. Und vielleicht sind wir auch wütend, weil wir dem Erlebten so hilflos gegenüberstehen und gezwungen sind, das einfach so schlicht zu akzeptieren. Wohin nur mit diesen Gefühlen, die uns den Blick aufs Leben verschleiern? Ich entdecke in der Bibel einen Gott, der solche Zeiten kennt. Zum Beispiel ein Text, der auf Jesus Christus hinweist. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut. Und am Kreuz von Golgatha sehen wir die Erfüllung dieser Prophezeiung. Jesus stirbt einen grausamen Tod, damit wir leben können. Gott kennt also Leid und kann uns trösten. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, kommt mit seiner Größe und Liebe und stellt sich zu uns und sagt, ich bin bei dir. So drückt es unter anderem David im Psalm 23 aus. Und wenn ich auch durchs Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten und schützen mich. Und dieser Trost steht nicht nur Sterbenden zur Verfügung, sondern gerade auch Hinterbliebenen. Denn Gott ist größer als unsere Situation und wir können ihm unsere unbeantworteten Fragen, unsere Wut und auch unser Festhalten wollen bringen und er schenkt uns seinen Frieden. Und in diesem Sinne würde ich gerne mit Ihnen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für das Leben unserer Kinder. Danke, dass wir sie kennen dürfen und durften. Herr, unsere Kinder gehören dir und trotzdem schmerzt uns der Verlust. Schenke uns deine Nähe. Sei du unser Tröster und mach uns neu bewusst, dass du alles in deiner Hand hältst und auch für uns noch gute Pläne hast. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00 und für die Schweiz 044 57 50 270. Wenn das gesamte Hab und Gut durch einen Brand vernichtet wird, dann ist das eine schreckliche Erfahrung. Auch Luis aus Peru stand plötzlich vor dem Nichts. Der 70-Jährige wusste nicht, wie er weiter seinen Lebensunterhalt bestreiten sollte, denn er hatte keine Rücklagen, um sein Business nach dem Brand wieder aufzubauen. CBN hat von ihm erfahren und ihm unter die Arme gegriffen. Als ein Feuer 40 Häuser in dieser Gemeinde in Peru zerstörte, überlebte Luis nur knapp. Eine Frau schrie, Feuer, Feuer, es brennt. Ich wusste nicht, was ich mitnehmen sollte. Also schnappte ich nur die Tasche mit meinen Dokumenten und lief los. Am nächsten Tag war nur noch Asche übrig. Es war so traurig zu sehen, dass das Feuer alles zerstört hatte. Luis war gerade 70 geworden und musste nun neu anfangen. Ich habe alles verloren. Meine Bibel, mein Geld, mein Gebiss. Alles verbrannt. Als Operation Blessing den Ort besichtigte, war die Regierung dabei, die Häuser wieder aufzubauen. Aber Luis hatte nichts mehr, um sein Geschäft weiterzuführen. Operation Blessing gab ihm einen fahrbaren Stand mit Süßigkeiten und Snacks, die er verkaufen konnte. Zur Freude vieler Kunden. Dieser Süßigkeitenladen ist ein Segen Gottes, denn jetzt kann ich wieder arbeiten. Außerdem bekam Luis zwei weitere Geschenke, eine neue Bibel und ein neues Gebiss. Ich habe die Bibel und die Zähne immer bei mir und kann wieder lachen. Danke Operation Blessing für eure Hilfe. Ich danke Gott, dass es euch gibt. Ja, echt schön, dass der Luis jetzt wieder so lachen kann. Also die Unterstützung durch den Süßigkeitenwagen, damit kann er jetzt sich wirklich wieder vollständig selbst versorgen. Ja, liebe Zuschauer, möchten Sie sich an humanitären Projekten beteiligen? Oder möchten Sie diese Sendung unterstützen, damit wir auch weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben? Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Website und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt's auch am Ende der Sendung.
Ja, das war's für heute, liebe Zuschauer. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Falls Sie jetzt noch Gebet wünschen, unsere Mitarbeiter von der Gebetshotline sind gerne für Sie da. Rufen Sie also unsere Gebetshotline jetzt an. Übrigens können Sie auch die Sendung noch mal anschauen, gerne in unserer Mediathek auf der Website oder auch auf YouTube. Ja, ganz genau. Auch für heute verabschieden wir uns. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Gottes Segen für Sie. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV, wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.